heutigen Begegnung mit den Bulls auf Sonthofen. Begrüße die beiden Trainer, Herrn Dave Rich aus Sonthofen, unseren Trainer Leo Sulak, und darf in Stellvertretung unseres Gastwirtes hier im VIP-Raum, Herrn Willi Zimber, der heute nicht zugegen sein kann, mich ganz herzlich bedanken bei der Metzgerei Reichenbach. Ulrich Reichenbach und sein Team aus dem Glottertal haben uns hier bewirtet und wir bedanken uns dafür ganz besonders an diesem Abend. Danke. Dem Applaus entnehme ich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Und jetzt schauen wir, wie den Analyse bitten. Dankeschön. Guten Abend alle zusammen. Frohes neues Jahr wünsche ich euch alle. Wir haben gehofft, dass wir können irgendwie Punkte hier klauen. Das wird schwer, das haben wir gleich gewusst. Auch mit zwei, drei Spielern, die haben nicht gespielt, habe ich gesehen auf dem Spielbericht. Trotzdem ist Freiburg eine starke Mannschaft und das haben wir gewusst. Rückzug 2-0 hinten. Bisschen unglücklich in ein Tor, aber 2-0 hinten und dann 2-1 geschossen. Du denkst, okay, nach dem ersten Drittel 2-1 Ergebnis ist gut, wir müssen einfach weiter defensiv spielen und ruckzuck zwei Gegentoren. 4-1 ist sehr schwer zurückzukommen. Aber das letzte Drittel haben wir gekämpft und 1-0 in vorne war ein bisschen Ziel, dass wir mindestens das Drittel gewinnt. Und es war 1-0 kurz vor Ende in die Überzahl-Tor und das sechste Tor ist gefallen. Bisschen unglücklich, Schläger gebrochen in der Scheibe, ich springe einfach vor Jenny. Aber sie hat ihre Sachen gut gemacht. Sie hat zwei, drei Parade ausgehalten heute, war sehr stark. Fehlt auch uns ein, zwei Spielern. Bei uns haben wir nicht die Tiefe in unser Kader, dass wir können das schätzen. Wir haben keine 17 Leute haben wir nicht mehr zur Verfügung. So, wenn wir zwei, drei fehlen, wir kommen mit 14, 15 Spielern nur. Und das ist immer schwer. Aber jetzt Glückwunsch, Freiburg jetzt auch. Erster Platz im Moment, habe ich gesehen. Und ich glaube, wir noch ein Spiel in Sonthofen gegen uns. Und wenn du Erster bist, kannst du immer noch die drei Punkte da lassen und dann schauen wir. Ja. Ja, guten Abend. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte behalten haben, weil ich mir vor dem Spiel schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, dass da ein paar Jungs ausgefallen sind, aber der Rest hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Und Gratulation an die Mannschaft. Und ich hoffe, dass morgen der eine oder andere noch zurückkommen könnte. Es wäre nicht schlecht, dass wir in Weiden überhaupt drei Blöcke zusammenkriegen, aber ich glaube, dass es hinhaut irgendwie. Ja, Gratulation der Mannschaft, danke. Ja, ein Dankeschön an die beiden Trainer. Und wenn Sie dachten, dass ich Sie heute ohne die Zahlen zum Spieltag davonkommen lasse, haben Sie sich geirrt. Die kommen nämlich jetzt mit etwas Verspätung. 1851 Besucher haben die Partie verfolgt in der Franz-Siegel-Halle. Das Schussverhältnis 50-19 und die Ergebnisse der anderen Begegnung. Endstände Füssen-Peiting 1-2, Tölz-Erding 7-3. Im letzten Drittel steht es zwischen Bayreuth und Weiden 7-2, Selb-Deggendorf 6-1 und Regensburg-Klostersee 3-2. Und damit ist die Fragerunde für die Medienvertreter eröffnet. Lirsch, du hast das schon angesprochen, uns haben heute hat ein gesamter Block gefehlt. Nico Linsmeier ist zum Schluss auch nicht mehr gekommen. Vielleicht könntest du mal ein bisschen sagen, was die einzelnen Spieler haben. Ich glaube, Bujetski und Pelajki sind erkrankt. Die anderen sind verletzt. Vielleicht kannst du da mal was sagen und auf wen du hoffst, dass er vielleicht am Wochenende oder Sonntag wieder dabei ist. Ja gut, normalerweise wollte ich oder möchte ich nicht die Jungs, die, wenn die ganze Woche nicht trainieren, krank sind, dass sie dann am Samstag kommen und am Sonntag spielen. Nur wir sind jetzt wahrscheinlich in der Situation, dass wenn der eine Pelajkis oder Jakub zurückkommen, dann werden die spielen müssen. Sonst die anderen haben ihre Wehwehchen. Die müssen die auskurieren und ich hoffe, dass das nicht so lange dauert.
Weitere Fragen? Nochmal Herr Kestle. Also spätestens am Sonntag weiß ich ja, Leos, dass ich hier nicht rausgehen darf, ohne zumindest eine zweite Frage an dich gestellt zu haben. Dann frage ich dich mal nach dem Janis Ersel, der heute zum ersten Mal auf der Bank als Torhüter saß. Soll der einfach nur ein bisschen reinschnuppern oder ist der Mattis auch angeschlagen? Der Mattis, der war auch die ganze Woche krank. Der war zwar im Training, aber heute noch Darm, Grippe. Dann wollten wir. Und wie wir alle wissen, wir haben im Verein keinen dritten Torwart und wollen uns absichern mit einem dritten Torwart. Und da werden wir schauen, ob das der Janis Ersel ist oder ob wir noch was anderes machen können. Gibt es noch Fragen? Da vorne? So, die Ausfälle haben wir jetzt schon alle angesprochen. Einen Rückkehrer haben wir heute mit Wawusa. Paar Worte vielleicht zu seiner Leistung heute und er wird wahrscheinlich Schritt für Schritt jetzt wieder ins Spielgeschehen rangeführt, denke ich. Ne? Ja gut, was der Wawusa kann, das glaube ich überhaupt nicht, oder das muss ich nicht hier erzählen, weil man den schon die ganze letzte Saison gesehen hat und es stimmt nach ich glaube nicht mal wie lange es war, aber zweieinhalb Monate. War nicht mal so schlecht. Gibt es weitere Fragen? Herr Kestler nochmal. Für Sie, Herr Ritsch, auch einbeziehen, frage ich Sie mal. Sie haben selbst gesagt, nach dem ersten Drittel war ja eigentlich noch alles offen, 2-1. Was ist auch im zweiten Drittel dann passiert, dass ihr ja 0-3 abgegeben habt? Ja, Freiburg hat 3 Tore geschossen. Gibt es nach dieser knochentrockenen Analyse noch weiteren Informationsbedarf? Dann darf ich noch erwähnen, glaube ich, im Interesse aller Beteiligten, Herr Kestle, ein neues Jahr 2015. Wir entbinden Sie von der Pflicht, 2 Fragen zu stellen. In Zukunft fragen Sie nur, was Sie möchten. Dazu ist die Pressekonferenz da. Dann darf ich Sie darauf hinweisen, dass unsere Mannschaft zunächst 2-mal auswärts spielt, in den nächsten Tagen in Weiden und Klostersee, heute in 10 Tagen am 18. Januar gegen Bayreuth das nächste Heimspiel absolviert. Und jetzt entlasse ich Sie alle in ein hoffentlich schönes Wochenende. Dankeschön.